Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur Parkshow, meine lieben Freunde. Mensch, seid ihr wieder mit dabei? Ja, ich ja auch. Mensch, oder? Wir sind alle dabei und wollen uns heute mal wieder einen neuen Park ansehen. Ich habe mich umgeguckt bei Steam und hab so ein bisschen gesucht und gefunden. Ich habe jetzt wieder einige abonniert, die ich dann jetzt abarbeiten kann. Und beginnen wollen wir heute mit Colorland. Colorland von Colorland 2, glaube ich, heißt der User. Warum da jetzt noch ein 2 beim User hinter ist, weiß ich nicht. Aber der Screenshot sah schon mal recht vielversprechend aus. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen was zu sehen. Und ich hoffe, wir werden Spaß miteinander haben hier in Colorland. Guck mal, das Feuerwerk. Scheint irgendwie nicht richtig ausgelöst zu sein. Oder es ist den ganzen Tag, ich weiß es nicht. Wir werden das natürlich im Auge behalten. Wir haben hier 7 Achterbahnen, 5 Themenbereiche und 3 Wasserbahnen sind auch dabei. Schöner Eingangsbereich hier mit mit Springbrunnen, mit 2, ich weiß nicht, sind es Seen? Ich denke, es sind 2 kleine Seen, 2 Teiche, die jetzt hier links und rechts vor dem Eingangsgebäude sind. Ich weiß auch hier bei diesem Park wieder nicht, wie viel hat er selber gebaut, was hat er nicht selber gebaut. Aber das soll ja uns jetzt auch nicht daran hindern, hier einen schönen Spaziergang durch den Park zu machen. Da oben sind meine beiden Bäume. Wir können ja mal gerade hier den Funlibi-Mode anwerfen. Durch diese beiden Bäume hier gucke ich nämlich immer durch, wenn Funlibi startet. Und wir sehen hier schon, es ist deutlich voller als bei Funlibi. Viel, 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 viel voller. Und da bin ich doch mal sehr, sehr gespannt, wie denn hier gearbeitet wird. So, gucken wir uns den Eingangsbereich mal an hier. Bei Noah steht jetzt hier. Bei Steam heißt er trotzdem Colorland, keine Ahnung. Noah, okay. Dann, Noah, bist du auf jeden Fall herzlich gegrüßt. Und ja, Eingangsgebäude gefällt mir sehr, sehr gut. Ist so ein bisschen, boah, ist das laut. Hier die Fontaine, du, mein Lieber. Ist so ein bisschen südländisch, würde ich fast sagen. Sieht so ein bisschen, ja, eine Mischung aus Piraten, Spanien, irgendwie sowas wird es wohl sein. Schöne Mauern, die Fenster schön ein bisschen verziert. Hier so einen kleinen Erker dran in Rundform. Also auch die Formen des Hauses finde ich schön. Das ist nicht hier jetzt auch ein Erker, sondern das sieht anders aus. Das macht das Ganze ein bisschen lebendiger und realistischer. Gefällt mir. Was ich jetzt nicht verstehe, ist hier diese Pflanzen. Also es sollen ja Rankpflanzen darstellen, aber warum ranken die dann komplett hier über das Fenster? Das ist natürlich die Frage, die man sich jetzt hier stellt. Und wieso ranken sie nicht von unten? Übrigens, er hat sogar hier schon das Studios Pack benutzt. Hier sind diese Scheinwerfer. Sehen wir im Dunkeln natürlich besser. Jetzt sieht man sie nur da rumeiern. Ja, also die Rankpflanzen müssen ja irgendwo anfangen zu ranken. Und das meistens unten. Deshalb macht es wenig Sinn hier, diese Pflanzen. Aber okay, vielleicht ist da unten drunter irgendwo ein kleiner Blumentopf und die Pflanzen können da anfangen zu wachsen. Wir gehen jetzt mal durch den Eingangsbereich in den Park hinein. Sehr, sehr viele Bänke hier. Man geht hier durch normale, ja, Drehkreuze in Anführungsstrichen und hat sich vorher schon die Tickets gekauft. Und dann schauen wir uns doch mal das Gebäude noch von hinten an. Ja, ist jetzt relativ schlicht von hinten, aber das ist auch nicht weiter tragisch. Es ist, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich ein Bürokomplex, würde ich sagen, ne? So, da arbeiten die Leute drin. Da werden die Online-Buchungen bearbeitet. Ganz klar. Hier, und er hat auch Spaß. Er hat Spaß. Die Kugel hat Spaß. Die Kugel hat immer Spaß. Die Kugel ist immer am Lachen. So, gucken wir uns das hier mal an. Sehr, sehr viel Grün. Sehr, sehr viel Rot. Da würde ich mir persönlich wünschen, dass man die Büsche auch mal dreht. Und vielleicht, man läuft immer Gefahr. Und das haben wir hier, dass es ein bisschen komisch aussieht, dass es unrealistisch aussieht, wenn man auch hier die Steine halt immer wieder placed. Natürlich geht das schneller und natürlich ist es jetzt auch nicht so wichtig. Das ist nur für so Fanatiker wie mich, finde ich halt, da läuft man eben Gefahr, dass es irgendwann komisch aussieht. Ich finde das hier eine coole Idee. Nur hätte ich dann hier drinne, also das hier kannst du sogar lassen, ne? Diese Linie kann man lassen, nur diese ganzen Büsche hier, die kann man, könnte man umändern. Also da könnte man deutlich mehr Variation noch reinbringen mit anderen Pflanzen. Und dann finde ich, sieht das auch alles noch besser aus. Ich weiß jetzt nicht, wie gehen wir denn? Gehen wir hier schon im Uhrzeigersinn? Oder sollen wir uns erstmal die Main Street angucken? Hier das zum Beispiel, hier dieser Brunnen in der Mitte, das hier, das gefällt mir sehr, sehr gut.
Das gefällt mir sehr, sehr gut. Schön mit Buchsbaum gearbeitet. Hier der Brunnen in der Mitte mit dem, das ist nicht der goldene Nah, es ist der angegraute Nah. Und wie gesagt, hier überall Fontänen, das ist viel, viel Wasserspiel. Hier werden wir nachher hoffentlich wieder rauskommen. Gucken wir uns mal gerade die Main Street an. Das soll ja wahrscheinlich hier die Main Street sein. Hier führt schön eine Achterbahn direkt über den Leuten, über den Köpfen der Leute lang. Finde ich eine gute Idee. Gefällt mir. Und die geht hier auch durch die Gebäude durch. Mit vielen, vielen Türen, die hier immer aufklappen. Sogar zeitlich korrekt. Das finde ich gut. Tatsächlich finde ich es jetzt ein bisschen viel. Und die Türen sehen ja auch nicht so geil aus. Also, da muss man natürlich... Also, ich hätte es anders gemacht. Ich hätte es ohne so aufklappbare Türen gemacht. Ist natürlich ein cooler Effekt. Aber vielleicht hätte ich das dann hinten gemacht und nicht auf der Main Street. Ich finde, das sieht dann ein bisschen komisch aus. Auf der Main Street sollten die halt durch relativ schmale Öffnungen gehen, finde ich. Aber das kann ja jeder machen, wie er will. Die Main Street an sich, ja, sind schöne Main Street-Gebäude hier. Das gefällt mir außerordentlich gut. Unterschiedliche Höhe, du hast 3D-Effekt drin. Alles da. Alles da. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir müssen uns das nachher nochmal bei Nacht angucken. Ich weiß nicht, wie du es hier beleuchtet hast. Ich sehe jetzt hier nur diese Lampen an dieser Straße. Aber vielleicht hast du da noch ein paar Lampen versteckt. Und wie gesagt, ich finde die Main Street-Gebäude hier, also ich finde jetzt, wenn man durch den Park geht, wenn man jetzt so guckt, finde ich die linke Seite deutlich schöner als die rechte. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Main Street, finde ich. Da hast du auf jeden Fall Mühe gegeben, wenn du die Gebäude alle selber entworfen hast und gebaut hast. Wovon ich jetzt einfach mal nett ausgehe. Ne? Da finde ich, sollte man ja auch... Ach, guck mal, hier hast du ein richtiges Filmset gebaut. Mit einem Greenscreen. Finde ich eine nette Idee. Sehr, sehr cool. Und jetzt möchte ich aber natürlich wissen, wo startet dieser Coaster? Ich glaube, das hier... Nee, ist doch nicht die Endphase. Ausgang. Da muss doch hier auch ein Eingang sein. Hier, der Flitzer. Der Flitzer, da ist er. Dann gucken wir uns doch mal den Flitzer an. So. Der Flitzer ist ein Spinning Coaster. Na klar. Was denn sonst, ne? So, dann gehen wir mal hier. Ja, geht's jetzt direkt los? Man weiß es nicht. Ich teste mal. So. Jetzt sitzen wir ja hier mit den Leuten da. Ich wollte einen weiter nach vorne eigentlich. Oh Gott, nein. Den hier will ich. Mama, go! Ludwig, Mensch. Dankeschön. Ach, guck mal, da ist sogar irgendein Bild drauf oder was? Keine Ahnung, was war das? Da sind Bilder drauf. Ja, dann sehen die Türen ja vielleicht doch nicht ganz so kacke aus. So. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Waren wir schon mal in diesem Park? Oder ist das eine Spinning Coaster an der Main Street, was mir halt einfach bekannt vorkommt? Nicht sicher, aber sowas Ähnliches, meine ich, hätten wir auch schon mal gehabt. Ich werde das knallhart überprüfen. So. Ja. Hat auf jeden Fall ordentlich Zucht drauf, das muss man sagen. Hier schön auf jeden Fall auch innen ein bisschen gethemed, mit Rauch und so gearbeitet. Türen gehen immer schön auf. Also hat auf jeden Fall Zucht, das ganze Ding, aber es ist jetzt nicht komplett unrealistisch. So, zweiter Lifthill. Alter, ich hoffe, wir waren jetzt nicht schon in dem Park. Aber ich war doch noch nicht im Colorland, oder? Weil mir kommt hier sonst nichts bekannt vor momentan. Aber das hier, der Bereich hier gerade, kommt mir sehr bekannt vor. Irgendwie. Aber wahrscheinlich eher auf der Eingangsbereich. Hier kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir da mal gewesen sind. Oder er hat hier sehr, sehr... da fuhr man durch den Stein. Habe ich ihn genau gesehen. Oder er hat hier sehr, sehr viel geändert und wir waren tatsächlich schon im Park. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Wenn er viel geändert ist, ist ja alles legitim, ne? So, und dann kommen wir jetzt, glaube ich, langsam wieder zum Ende. Genau. Ja, ist eine schöne Bahn. Kann man durchaus mitfahren. Und ich überprüfe gerade nochmal hier Ein- und Ausgang. Es ist nichts im Weg. Es ist jetzt auch nicht großartig gethemed, ist aber nicht schlimm. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man hier als Parkgast durchgehen kann. Und das, finde ich, ist ja schon mal aller Ehren wert. Gucken wir mal. Wir gehen jetzt zurück und gehen dann im Uhrzeigersinn, finde ich, durch den Park. Das finde ich eine gute Idee. Und dann schauen wir uns doch mal um. Da hinten sehen wir schon wieder einen Wasserfall. Also mit... Was sollen diese Dinger denn hier eigentlich? Sollen die Menschen einfach... Dass die Menschen, die da nicht aufpassen und da durchlatschen, dass sie einen schönen Stromschock kriegen oder was? Das verstehe ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Guck mal hier. Der geht jetzt da durch und wird mal schön auf dem elektrischen Stuhl gesetzt.
Finde ich eine gute Idee. Finde ich eine gute Idee, sollte man jeden Park einbauen. Sehr schön. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Wasserfall, dann haben wir hier oben irgendwelche Buildings, kleine Szenerieobjekte, finde ich ganz schön. Vor allem, dass hier so ein Berg ist, macht das Ganze ja weniger flach. Das haben Berge so an sich. Ach, guck mal hier. Schöner Coaster, der hier verbaut ist. Erinnert irgendwie gerade so ein bisschen an die Black Mamba, weil er anscheinend auch viel hier unterirdisch so fährt, so ein bisschen. Und sehr, sehr versteckt liegt. Aber das gefällt mir hier außerordentlich gut. Viel, viel Grün, viele Steine und dann zwischendurch immer diese Gebäude, die so ein bisschen an, ja, das sind ja eigentlich fast nur Säulen immer. Das finde ich sehr, sehr, ach, das sind auch zwei verschiedene Coaster hier. Ein Water Coaster und hier eben der White Coaster, so nenne ich den. Gucken wir uns das doch mal hier an. Hier ist nämlich der Poseidon. Das wird der Water Coaster sein, oder? Ach, guck mal, das hier ist echt eine große Anlage. Das ist echt eine große Anlage. Was ist das denn jetzt hier? Das ist der Ausgang. Also, Land der Götter. Das ist natürlich, hier kann man auf jeden Fall noch an die Wände ein bisschen was klatschen. Definitiv, das sieht jetzt hier sehr, sehr klobig aus. Das muss man leider sagen. Ich finde es cool, dass hier ein Karussell noch reingebaut ist, ein Hochfahrgeschäft. Der Olympus, finde ich nicht schlecht. Jetzt suche ich aber trotzdem den Eingang von dieser hier. Oder ist das Poseidon? Wir können ja mal gucken. Wenn nicht, fahren wir halt erstmal mit der Poseidon. Ist ja wurscht. Kommen wir hier mal rein. Das finde ich cool. Gebäude, was aus dem Berg kommt, finde ich ganz nice. So, und dann geht's hier rein. Nee, Poseidon ist auf jeden Fall die Wasserachterbahn. Aber das macht ja nichts. Da fahren wir jetzt erstmal mit der Cascade 2, mit der Poseidon. Geht's direkt da irgendwie los, oder? Wir gehen auf jeden Fall in den Zug Nummer, was ist denn? Ja, hier sind wir richtig. So, warte mal. Machen wir erstmal. Aisa, würdest du vielleicht das Knöpfchen drücken? Da wird's dunkel. Ich glaube aber, ja, es wird direkt wieder hell. Vielleicht das deswegen mit dem Feuerwerk. In dem Park scheint irgendwie die Nacht kürzer zu sein. Ich weiß gar nicht, wie man sowas einstellt tatsächlich. Der Bügel! Ich glaube, er ist runter. Es geht los! Und wir werden released hier. Wir werden direkt nach unten erstmal befördert. Kommt direkt Wasser? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall geht's hier erstmal rund. Und dann kommt der Lift hier. Okay. Schauen wir uns das Ganze an. Das ist ja auch derselbe Coaster gewesen. Kann auch sein. Er ist ja weiß. Vielleicht ist es nur ein Coaster und es sah nur so aus. Aber die Schienen sind doch hier viel breiter, oder? Wir werden sehen. Und außerdem, nee, das kann nicht derselbe sein. Der hat ja eine Inversion. Ich glaube, die hier können definitiv keine Inversionen machen, oder? Der Watercoaster, oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Wir werden es ja sehen, aber ich meine nicht. Nein, hier, der kann keine Inversionen machen. Die Bügel sind da auch viel zu lasch dafür. Da verstehe ich jetzt nicht, warum man so viel Speed aufnimmt, um dann direkt wieder abzubremsen. Da kann man dann auch irgendwie die Bahn so bauen, dass das hinhaut. So, und hier wird man jetzt direkt nass. Hier wird man aber sowas von gesplasht. Sehr cool. Und ich finde es schön, wie gesagt, weil er echt schön versteckt liegt. Jetzt fährt man hier durch so eine Grotte. Natürlich könnte man die noch themen. Aber das ist alles legitim. Wie gesagt, die Performance bietet ja immer eine gewisse Grenze, die man eventuell nicht überschreiten kann mit dem jeweiligen PC oder möchte, um eben den Spaß am Spielen nicht zu verlieren. Und deswegen kann ich immer verstehen, wenn man ein paar Sachen nicht themt. Es sei denn, sie sind wirklich sehr auffällig nicht gethemt und extra scheiße. So, oh, da oben geht das Wasser an. Cool. Ich hoffe, es geht rechtzeitig wieder aus. Das fände ich sehr cool. Ja, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. So, und dann geht es nämlich hier den zweiten Lifthill hoch. Und dann sind wir jetzt weiter oben wieder. Schauen uns mal an, was jetzt hier passiert. Das finde ich halt jetzt, wenn man schon den Coaster hat, dann kann man hier auch Speed aufnehmen ein bisschen. Weil man fährt ja im Wasser schon langsam. Also warum sollte man jetzt hier langsam fahren? Im Coaster-Bereich. Finde ich... Jein. Ne? Jein. So, und dann geht's hier runter, schön an der einer Schiene vorbei. Das ist ein heftiger Hill hier. Und dann die Airtime und dann geht's direkt ins Wasser. Das kann man ein bisschen smoother machen, definitiv. Das ist schon hakelig gewesen ein bisschen. Kann man ein bisschen noch dran arbeiten. Den Hill einfach, also den Airtime-Hill, ein bisschen ausdehnen vielleicht noch. Dann ist das alles so ein bisschen smoother, kommt das alles rüber.
Das kann man auf jeden Fall machen. So, wir tuckern jetzt hier erstmal ein bisschen entlang. Das ist schön. Also es geht auf jeden Fall ordentlich ab. Da ist ein schiefer Baum. Na, das gibt's doch gar nicht. Und eine schwebende Säule hier. Also ein paar Realismusfaktoren muss ich hier schon noch beachten. So, wir machen jetzt mal ein bisschen schneller das hier. Man tuckert jetzt hier einfach nur rum. So, noch ein kleiner Lift-Hill hier. Wohin geht der? Der wird dann wahrscheinlich in die Station jetzt gehen. Jawohl. Da sind wir. Okay. Cool. Ja, also alles in allem ein Coaster mit Fehlern. Sagen wir mal so. Also er ist nicht perfekt. Da gibt es ein paar Sachen, die kann man verbessern. Wie gesagt, der Airtime-Hill und dass man so viel Speed am Anfang aufnimmt, um direkt wieder abgebremst zu werden, ist halt recht unrealistisch. Ah, hier. Fluch des Odin. Da ist es. Da gehen wir doch mal in den Fluch des Odin. So, Eingangsbereich hier. Natürlich derselbe Style hier. Hier die, ja, fast schon griechischen kleinen Pergolen. Pergolas. So. So. Die Frau Dietrich drückt jetzt direkt das Knöpfchen, oder? Frau Dietrich. Ich habe, glaube ich, Frau Dietrich ist, glaube ich, die erste, die ich mit dem Nachnamen anspreche. Ich glaube, das hatten wir noch nicht. Aber Frau Dietrich ist da auch rigoros. Ich habe ihr oft bin ich hier schon gewesen und habe ihr das Du angeboten. Aber Frau Dietrich sagt, Du darf nur mein Mann sagen. Nun, Frau Dietrich, dann lass mir das so. Du drückst jetzt das Knöpfe. Frau Dietrich, drück's Knöpfe jetzt. Mann, die Dietrich schon wieder. Jedes Mal lässt sie mich hier zappeln. Das ist immer dasselbe mit der Dietrich. Didi! Komm jetzt! Na endlich! So. Ja, da geht's jetzt hier auch erstmal einfach gerade. Ich weiß nicht, ob das für Coaster so cool ist, ehrlich gesagt. Da, also wenn man sowas macht, dann muss auch ein bisschen was zu sehen sein. Weil, was soll dieses auf die Folter spannen? Dann muss man hier ein bisschen themen. Also das ist sowas, kann man machen, finde ich persönlich nicht so geil. Muss ich leider sagen. Aber ist egal. Jetzt kommt der Lift-Hill. Und der ist sehr, sehr langsam. Deswegen spule ich hier mal ein bisschen vor. Und dann wird es schnell. Schöne Rechtskurve hier runter. In die erste Inversion. Schöner Speed hier, das kann man sagen. Es ist alles recht smooth. Hier schön durch die Schluchten durch. Eine weitere, ein Corkscrew. Ah. Schön hier an den Felsen vorbei. Ein bisschen abgebremst jetzt hier. Das ist vollkommen legitim. Und dann geht's hier auch wieder runter. Schön durch die Höhle durch. Dritte Inversion. Hier schön Airtime auf jeden Fall. Also ein schöner Speed. Er läuft flüssig daher. Also das ist ein schöner Coaster. Der gefällt mir. Deutlich besser als jetzt eben der Wassercoaster. Hier herrlich mit dem Speed gespielt. Das gefällt mir. Diese ganzen Bremsen hier, ja, muss nicht sein. Wir können auch wegnehmen und dann hier hinten das alles flacher machen. Dann geht das. Ja. Didi, mach's gut. Also, ein schöner Götterblitz hier. Wobei, hieß doch Fluch des Odin. Weiß ich nicht. Vielleicht auch Götterblitz. Vielleicht hat er auch zwei Namen hierfür. So, wir gehen hier wieder in dieses Hauptding rein. Und jetzt muss ich mal gucken, ich muss mal gerade ein bisschen hoch. Wo es denn hier überhaupt weitergeht jetzt? Hier geht ein Weg lang. Der führt aber, das ist der Ausgang von dem Poseidon. Gut, dann gehen wir einfach mal hier lang. Übrigens auch hier schön mit dem Brunnen. Überall Shops natürlich. Klar. So. Also, ein schöner Bereich auf jeden Fall. Gefällt mir. Und dann haben wir hier ein Kettenkarussell, relativ zentral im Park. Was ich jetzt hier machen würde, wäre hier das auch grün. Damit das, natürlich soll das vielleicht bedeuten, dass ein anderer Themenbereich. Und wenn man so guckt, finde ich es auch schön. Aber wenn man den Rest dann dabei sieht, finde ich, das passt irgendwie nicht. Also hier würde ich auch eine Hecke hinmachen vielleicht. Aber okay. Gut, wir gehen jetzt hier mal weiter. Hier sehen wir schon, hier wurde auch mit dem Adventure Pack gearbeitet. Na klar, wenn man das schon hat, warum denn nicht? So, Azteca. Hier geht's also in das Aztekenreich. Übrigens finde ich ganz schön, dass die Bereiche mit Wegen getrennt sind. Und dann haben wir hier sogar eine schöne Absperrung, weil hier hinter vielleicht ja auch schon der nächste Bereich entsteht, meine lieben Freunde. Und hier im Aztekenbereich ein riesen Wasserfall. Hier entsteht ein neues Themenhotel. Aha, ein Themenhotel also.
Ein großer Wasserfall hier im Aztekenreich. Da hinten feuert das Feuerwerk schon wieder das Schießpulver aus der Lunge. So, gucken wir uns das hier mal an. Ja, hier kann man natürlich ein bisschen was verschönern. Aber das hier sieht ganz schön aus. Definitiv. Und hier fährt offensichtlich auch ein Coaster lang. Vielleicht kommt er da gleich. Ja, er kommt gleich. Da hinten sieht man ihn. Und hier führt eine Wasserbahn lang. Der Coaster, den gibt es in diesem Bereich. Da müssen wir natürlich nur die Ein- und Ausgänge finden. Und da ich mich kenne, ja, Ausgang zuerst, wie immer. Der Brilli lässt da natürlich keine Wünsche offen. Das ist ganz klar. So, hier scheint es aber jetzt wieder rauszugehen aus dem Aztekenbereich. So, das ist hier dieser, wie heißt denn der, wo die Wagen sich auch neigen und so, ne? Das ist dieser Coaster. Chakalaka, was ist Chakalaka? Kurzer Eingangsbereich. Das ist aber auch ein Coaster. Ist das der? Alter, ist das eine kurze Warteschlange. Kriegst du überhaupt den Wagen voll da? Chakalaka, zack. Einfach mal nur 2 Meter Wartebereich. Wer Pech hat, hat Pech. Finde ich eine gute Idee. So, machen wir hier mal Go. Und fahren mit der Chakalaka. Kommt da mal gleich eine hier vielleicht rein? Oder muss ich jetzt testen? Scheint, glaube ich, nur einen. Hat die nur einen Waggon? Ja, hat nur einen Waggon. Da kommt er aber. Okay, alles klar. Dann setzen wir uns da jetzt natürlich rein. Und Gundolf drückt hier hoffentlich gleich das Knöpfchen. Ganz schön gethemed hier. Das Eingangsgebäude gethemed, finde ich gut. So, und dann kommt der Lift Hill. Machen wir auch mal schneller. Der hat die Lift Hills auf jeden Fall auf dem Normalspeed gelassen. Ich glaube auf 4 km/h. Natürlich sehr langsam. Aber jetzt geht es runter und es ist, wie gesagt, dieser Coaster, der mit dem Adventure Pack kam, wo die Wagen sich so ein bisschen in den Kurven neigen können. Die sind quasi aufgehangen und man merkt das schon am Fahrgefühl. Die ziehen aber so ein bisschen nach. Das ist ganz schön. Würde ich auch mal gerne in echt erfahren. Ich glaube, da hat man so eher so ein Leichtigkeitsgefühl. Wenn dann hier noch so schön Airtime dazukommt, das finde ich echt schön gemacht. Ganz nett gethemed hier alles mit Fallen und so. Also da wurde das Adventure Pack ordentlich, rangezogen, möchte man sagen. Hier, der Lift Hill ist noch gar nicht nötig gewesen. Man hatte noch ordentlich Speed drauf, den man hätte ausnutzen können. Hier schon wieder das leidige Thema, dass hier gerade Strecke einfach die ganze Zeit irgendwie gemacht wird. Ich weiß nicht, warum er das bei jedem Coaster irgendwie macht. Aber okay, dann geht's jetzt hier wieder runter. Natürlich sanfter. Und da geht's hier in den Tempel rein. Sehr cool. Das ist auch ein echt robuster Coaster, ne? Die Schienen und dieses Rohr darunter, das sorgt ein bisschen dafür, dass das wirklich ordentlich robust aussieht. Und fest und, aber schön. Eine schöne Struktur, finde ich, haben die Schienen. Die gefallen mir sehr, sehr gut. So. Ist ein schöner Coaster generell. Hier und da ein paar Verbesserungen. Aber vom Speed her in Ordnung. Hier und da kann man natürlich ein bisschen noch ausbessern. Und das ist natürlich hier ein Punkt. Die Warteschlange ist voll. Bei der Warteschlange kein Wunder, würde ich sagen. Eieiei. 2 Meter Warteschlange. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Für so einen geilen Coaster. Das ist natürlich... Da gibt es vielleicht Abzüge in der B-Note bei den Kunden zumindest. Bei mir nicht. Mir ist das sehr egal. Tampico, was ist Tampico? Hier ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Warteschlange. Ich glaube, das ist die Wasserbahn, ne? Jawohl. Gucken wir uns die kurz mal im Fluge an. Also, hier geht's erstmal durch die grüne Zone. So, und dann geht's nach oben. Und man sieht hier, hier kann man halt mal schön einen Überblick, finde ich, über... Der Park ist sowieso, das finde ich schön, sehr, sehr... Also, es sind sehr, sehr viele hohe Bauten oder Berge mit einbezogen. Und ich finde, das macht alles so einen richtig schönen... 3D-Effekt und man hat dadurch natürlich viel mehr Winkel, die man erforschen kann. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch hier, finde ich, ist vollkommen legitim, wie man hier durch diesen Tempel fährt. Es ist alles sehr, sehr schön gethemed. Es ist jetzt nicht übermäßig gethemed, aber es ist überall was. Ne? Es ist überall was und das finde ich ja auch schon mal lobenswert. So, und dann geht's hier runter. Hier kommt der erste kleine Splash innerhalb des Mountains. So.
Und dann geht's hier. Das finde ich jetzt schön. Hier ist echt schön gethemed in der Höhle. Das ist schön. Also eine sehr, sehr lange Wasserbahn. Das kann man mal sagen. Und jetzt kommt hier der Final Splash gleich, oder was? Auf jeden Fall nochmal hochgegangen hier. Ordentlich hoch sogar. Fährt man noch ein bisschen durch das grüne Dickicht. Und hier, würde ich sagen, wird man zerquetscht. Und dann geht's hier runter. Das hat sich jetzt eher angehört, als würde ein Kind zerquetscht. Aber man wird hier ordentlich gesplashed. Das will ich damit eigentlich sagen. Und hier auch schön mit der Brücke, dass man sich das hier auch ansehen kann. Wieder toll gemacht. Also die gefällt mir sehr, sehr gut, die Wasserbahn. Sehr, sehr schön. Und ich werde nachher auf jeden Fall nochmal Nacht machen, um zu sehen, ob die Nacht hier vielleicht extra ausgestellt wurde, damit man hier das vielleicht nicht sieht, dass jetzt hier nicht großartig mit Licht gearbeitet wurde. Aber was nicht schlimm ist, wenn man das so möchte, dann soll man das so machen. Oder eben, ob es hier wirklich tatsächlich auch schönes Licht gibt. So, hier entsteht ein neuer Themenbereich. Und wo ist bitte der Eingang zu diesem Megacoaster? Hier ist Chinatown. Der gehört wahrscheinlich zu Chinatown. Aha. Hier, das soll so ein bisschen wahrscheinlich die chinesische Mauer resemblen. Das finde ich eine coole Idee. Und dann geht's hier hinten lang. Ah, das sieht schon schön aus. Ach, guck mal. Die Teetassen hier mit einem ganz anderen Style. Trinken die in China Tee, ja, oder? Trinken schon Tee, glaube ich. Viel, viel Tee. Gehen wir mal in die chinesische Mauer. Was ist das für ein Coaster? Wo ist der Eingang zu diesem Coaster? Der muss da hinten irgendwo sein. Sehr, sehr langer Wartebereich auf jeden Fall. Scheint eine Hauptattraktion zu sein hier, definitiv. Und wir sind aber direkt an der Reihe. Oder, Ricarda? Ich glaube schon. So, Rage One. Wir schließen die, wir testen sie. Ich habe keine Lust jetzt zu warten. Hier ist eh nicht so viel los. So, auf geht's. Ricarda, drückst du das Knöpfchen oder was? Ricarda, drückst Knöpfchen. Ich hab hier Leute, die zuschauen. Guck mich nicht so an. Drückst Knöpfchen jetzt! Ricarda! Verarschst du mich? Ich hab's doch getestet hier. Na, jetzt drückt sie das Knöpfchen. Ist es wahr? Das ist ja nicht wahr. So, Bügel sind down. Alles klar. Oh, ein Glück. Es geht los. So, und hier endlich mal direkt der Lift. So muss es sein. Ein sehr, sehr hoher Lift, der hier wieder mit 4 km/h nach oben geht. Also man ist, wenn man in diesen Park geht, die Hälfte der Zeit auf irgendwelchen Lift-Hills verbringt man. Aber okay. So, und dann geht's runter. Fast 90 Grad. Würde sagen 80. Schön hier in die Kuhle rein. Und man kriegt die Airtime. Man kriegt die Airtime im ersten Hügel. Sehr schön. Und man kriegt hier noch mehr Airtime. Fast schon zu heftige Airtime. Aber noch im Rahmen. Schöne geneigte Kurve hier. Die macht Spaß. Und durch den Tunnel. Ah, sehr schön. Alles legitim hier. Hier sind noch keine großen Aussetzer zu erkennen. Tatsächlich gefällt mir der Schienenverlauf nicht ganz so gut. Der ist ein bisschen strange, würde ich fast sagen. Aber es ist ein schneller Coaster. Er geht schnell vorbei und das will man mit so einem Coaster auch erreichen. Ja, cool auf jeden Fall. Gefällt mir. Ist ein schöner Coaster. Das ist ein schöner Coaster. Was ich eben meinte mit dem Schienenverlauf ist hier zum Beispiel, wenn man von hier kommt, ne, oder sich das mal hier im Profil ansieht, dann gefällt mir hier der Hill nicht. Den würde ich halt eher so laufen lassen. Ne, so ein bisschen geschwungener. Und wenn man hier guckt, dann gefällt mir eben nicht, dass das so, ja, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, das hätte man alles geschwungener machen können irgendwie. Warum geht das hier schon jetzt so voll in die Neige, um dann hier wieder entneigt zu werden in der eigentlichen Kurve, ne? Das sind halt so Kleinigkeiten. Aber ein schöner Coaster. Gefällt mir insgesamt sehr, sehr gut. Kann man schön mitfahren mit dem guten alten chinesischen Mauer-Coaster. Wie heißt denn der eigentlich? Das müssen wir da vorne mal lesen. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Der heißt Dark Dragon. Dark Dragon. Ich wollte schon Red Dragon sagen. Aber es ist der Dark Dragon. Es ist der Dark Dragon. Und guckt euch mal hier diesen schönen chinesischen See an, oder? Ich finde tatsächlich die Vegetation jetzt nicht unbedingt chinesisch. Da kann man mit ein bisschen Fantasie, glaube ich, noch bessere machen. Hier hinten hat er es, glaube ich, mal gemacht. Oder vielleicht aus dem Workshop. Aber so kann man selber sich ein paar
asiatische Bäume machen mit diesen ja, toten Bäumen und dann hier selber so ein paar Blätter machen. Allgemein, ja, die Vegetation, finde ich, passt jetzt hier nicht so hundertprozentig. Wobei hier halt schon. Hier, das sieht eher aus wie ein europäischer Laubwald. Aber ist in Ordnung. Es ist vollkommen in Ordnung, da die Gebäude hier einfach passen. Und wir sind ja wahrscheinlich auch hier, weil es sind ja auch so ein bisschen die Alpen in europäischen Gefilden. Und somit passt das auch mit der Vegetation. Und ich finde die Gebäude sehr, sehr schön. Hat er vielleicht runtergeladen, weiß ich nicht. Und ich finde es schön, hier diesen Felsen hier, finde ich ganz cool. Vor allen Dingen, weil er so ein bisschen spitz auch zuläuft. Und damit auf jeden Fall, ja, nicht natürlich wirkt, aber cool. Das ist auf jeden Fall ein schöner Blickfang. Und das hat er, wie gesagt, viel in dem Park gemacht. Habe ich ja schon erwähnt. Viele, viele hohe Strukturen in diesem Park. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Gucken wir mal, ob wir den Eingang von dem Ganzen finden. Auch schön mit Wasserfällen hier. Ah, das passt alles. Das passt alles. Ein sehr, sehr schöner Bereich hier. So, ich glaube, hier ist der Eingangsbereich von dem Coaster. Ist es? Oh, ist das ein Dropkick-Coaster oder was? Nee, oder? Ein Wing-Coaster ist es auch nicht. Was ist denn das? Ein Breit-Coaster. Ach, ein Breit-Coaster ist das. Hey, lass mich mal schnell mitfahren. Mach mal Interface an da. Gärtling. So. Das ist ein Breit-Coaster oder ist das jetzt ein Dropkick-Coaster? Ist ein Dropkick-Coaster. Ja, sicher. Dropkick-Coaster, Leute. Bam. Dropkick ins Gesicht hier. Zack. Und dann geht's runter. Geil. In den Tunnel hier, beziehungsweise in dieses Halbschiff, keine Ahnung. Schön mit Dampf auch versehen. Ah, das gefällt mir. Perfekt im Speed gehaushaltet hier. Dann kommt noch eine schöne Inversion, die vielleicht tatsächlich für diese Breite sehr, sehr schnell ist. Aber, glaube ich, noch im Rahmen. Schönes Labyrinth jetzt hier am Ende. Nur, glaube ich, schon am Ende, oder? Ist doch ein Dropkick-Coaster. Ja, das finde ich ein Top-Coaster. Oh, wow, da riecht einmal kurz das Genick weg. Aber ich finde, das ist der beste Coaster in dem Park, weil er hat jetzt hier alles beachtet, wenn er denn selber gebaut ist. Was man, finde ich, bei einem Dropkick-Coaster beachten muss. Sie ist nicht lang, sondern sehr, sehr schnell, kurz, hat zwei Inversionen, führt hier schön durch die Landschaft, hat hier noch ein kleines Labyrinth. Top Dropkick-Coaster, muss man einfach sagen. Finde ich sehr, sehr cool. Könnte sogar noch den Hill ein bisschen kleiner machen, dann hast du am Ende nicht das Speed-Problem. Aber der Dropkick-Coaster hält, was er verspricht. Und wir kriegen hier gerade die Ohren zugefeuert. Aber das macht uns ja nichts. Wir gehen weiter. Was haben wir noch? Haben wir noch was hier im chinesischen Bereich? Oder war es das? Hier geht es noch so einen Tunnel. Also der hat hier natürlich viele, viele Wege, die darauf zielen, glaube ich, dass der Park noch größer wird. Ja, aber jetzt haben wir, warum haben wir denn jetzt so lange Dämmerung? Verstehe ich nicht genau. Ist ja aber auch egal. Vielleicht hat er da diese Time Machine eingebaut. Nee, jetzt ist ganz dunkel. Nee, jetzt wird's wieder hell. Ich habe keine Ahnung, was hier Sache ist. Leute, ich weiß es doch nicht. Wir gehen hier mal weiter, denn hier kommen wir jetzt ins Pirate Village, ihr Lieben. Und Pirate ist natürlich... die Treppe hier ist sehr steil. Da kommt Oma Gerda nicht mehr hoch. Die bleibt dann lieber unten. Und im Pirate Village finden wir eine Raftingbahn hier erstmal. Ja, das hier finde ich jetzt nicht so schön. Wenn ich das sagen darf. Da würde ich jetzt hier irgendwie... da hier die Parkgrenze verläuft, würde ich das hier dann mal schöner machen. Was hat er denn hier gemacht? Was ist das? Das ist Felsen. Also das gefällt mir hier nicht, aber ist jetzt auch wurscht, denn das hier gefällt mir schon wieder sehr, sehr gut. Und dann gucken wir uns mal gerade die Raftingbahn an. Ich glaube, hier geht sie los. Die Klappe, warum macht man die nicht weiter runter? Das sieht irgendwie komisch aus, wenn die so hoch ist. Dafür ist sie doch da. Die kann man auch voll weiter runter machen, oder nicht? So, dann geht's hier hoch. Das sieht natürlich cool aus. Ein umgekippter Turm. Und man hat schon Piratenfeeling hier wieder. Das finde ich sehr, sehr schön. Und auch hier, glaube ich, die Bahn ist wieder sehr, sehr lang. Ein kleiner Hill hier. Wird man schon mal ein bisschen nass. Und überall wieder ein bisschen gethemed. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Fällt mir außerordentlich gut. Und
hier geht es jetzt in die Höhle rein. Sehr, sehr knapp unter der anderen Schiene. Aber das ist das tut der Sache keinen Abbruch, würde ich sagen. So, dann geht's hier in den Tunnel. Und hier geht's runter, richtig. Da kriegt man mal ordentlich Speed drauf. Dass hier die Felsen wieder in die Bahn ragen, sage ich mal jetzt nichts zu. Ist ein bisschen unrealistisch. Aber was soll's. Also auch zwei Splash-Momente jetzt bis jetzt gewesen, würde ich sagen. Und da hinten kommt nochmal einer. Ja, hier ist nochmal ein Splash-Bereich. Und dann geht's wieder in die Station. Also, eine sehr, sehr schön gethemte, sehr, sehr lange Bahn. Gefällt mir. Und hier im Piratenbereich, mein lieber Scholli, kriegen wir auch wieder was geboten. Nämlich eine Kinderachterbahn, die für mich, für eine Kinderachterbahn, aber hier schon mal ordentlich hoch ist. Und hier schon mal eine ordentliche Kurve runter lässt, oder? Mein lieber Scholli. Und diese ist in einem Fort stationiert. Ich glaube, hier ist der Eingang. Schauen wir uns das doch mal an. Kinderachterbahn. Das sah mir aber schon relativ heftig aus. Können wir die mal bitte anklicken? Danke. Testen. Ich weiß nicht, wer hier das Knöpfchen drückt. Ach, wir sind gar nicht in der Station. Das macht natürlich Sinn. Jetzt sind wir in der Station. Ah! Das war doch Frau Dietrich. Was macht die denn hier? Frau Dietrich? Hat sie gerade den Job gewechselt? Von dem einen Coaster hier hin, oder was? Ja, Frau Dietrich. Mensch, sie sind mir aber auch eine. Schlimme Frau Dietrich. Entschuldigung. So, auch hier wurde natürlich der Lifthill nicht verändert. So, und dann geht es hier runter. Oh, warum habe ich Speed an? Weiß ich nicht. Und man merkt, nee, ich hatte gar keinen Speed an, glaube ich. Sie ist einfach arschschnell. Alter Vater. Also da... Also wer da mit seinem Kind drauf geht, Respekt. Ich glaube eher, dass das Kind da nie wieder Achterbahn fährt danach. Weil es tot ist, übrigens. Weil es tot ist. Leute, also der ist echt arg. Mein lieber Scholli, ey. What the... Ich will nochmal. Ich will nochmal. Ich gucke mir das nochmal an jetzt. Hier mit dem richtigen Speed. Hatte ich jetzt wirklich... So, jetzt sind wir auf jeden Fall auf Normalo. Ja, ganz sachte hier. Hier passiert den Kindern nichts. Und dann geht's hier runter, du mein lieber Scholli. Alter Vater. Oh Gott, und die Kurve hier, da ist komplett vorbei. Da ist komplett vorbei. Da reißt die Lunge rechts aus dem Körper raus. Bam. Kind kick keine Luft mehr. Und stirbt elendiglich an seinen inneren Verletzungen. Ja, also das ist schon ein harter Kindercoaster. Also da gehen nur die Hartgesottenen drauf. Was weiß ich, Huckleberry Finn oder wie die alle heißen. Also der ist schon ordentlich, du mein lieber Scholli. Hier ist die Krake. Gucken wir uns die doch mal an. Die ist schön gefilmt, oder? Ach, oder nee, die Krake ist diesmal keine Krake, wie wir sie kennen, glaube ich. Sondern die Krake ist ein Coaster. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Wie nennt man diesen Mini-Coaster hier? Das weiß ich nicht. Ich nenne ihn Coaster. Coasterline. Das ist der Coasterline. Können wir da direkt mit? Ja, perfekt. Mensch, ist ja perfekt. Sehr, auch hier wieder ein mega langsamer Lift. Also wenn man den Park besucht, wie gesagt, nehmt euch ein bisschen mehr Zeit mit. Die meiste Zeit verbringt man auf Lifthills. So, und dann kriegen wir jetzt hier wieder die 120% Neigung, oder? Oh ja, sehr gut. Schön in den Looping hier. Sehr, sehr Speedo-mäßig. Da kommt der Kraken raus. Unterm Schiff lang. Der Galionsfigur. Sehr schön. Also der Coaster hier gefällt mir wieder deutlich besser. Natürlich muss man im Kindercoaster auch sagen, der ist sehr hakelig an sich. Aber da war schon zu viel Speed. Hier der hat, finde ich, einen annehmbaren Speed. Und das hier finde ich cool. Überm Wasser eine schöne... Fassrolle. Das gefällt mir. Und auch jetzt hier sehr, sehr schön mit dem Speed gehaushalten. Ach, und jetzt kommt nochmal eine schöne Beschleunigung hier. Das finde ich cool. Der Coaster hat ja alles, du. Der hat ja alles. Das finde ich echt schön. Das gefällt mir. Schön. Echt viele Inversionen hier, der Coaster. Ja. Ich würde fast sagen, das ist ein cooler Coaster, oder? Da würde ich echt mal gerne mitfahren noch eine Runde.
So, hier das Ende ist vielleicht nicht ganz optimal gelungen. Weil man echt noch viel Speed drauf hat. Kann man entweder versuchen, nicht ganz so schnell zu beschleunigen bei der Beschleunigungsstrecke. Oder man muss die Bahn länger machen. Aber okay, sei mal dahingestellt. Sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ein cooler Coaster. Ah, der Kindercoaster, du mein lieber Scholli. Und auch hier wieder ein schöner Berg natürlich hier im Piratenbereich. Das gefällt mir. Und natürlich auch ein See, viele Schiffe. Tatsächlich keine Schiffsschaukel, oder? Also es fehlt dem Park so ein bisschen an Hoch- und Rundfahrgeschäften, habe ich ein bisschen das Gefühl. Aber einige Rundfahrgeschäfte waren schon da. Kettenkarussell, Teetassen, die haben wir gesehen. So, hier geht's jedenfalls dann zurück in den Eingangsbereich. Und ich glaube, wir haben soweit alles gesehen. Der Park ist gar nicht so groß, aber verbringt echt viel Zeit hier drin, muss man sagen. So, wir machen jetzt mal dunkel. Jetzt mal dunkel machen hier. Mach doch mal. Willi. So, machen wir mal dunkel hier. 23 Uhr. Zack. Und man sieht, so viel wurde doch nicht mit Licht gearbeitet. Die Main Street ist ganz schön beleuchtet, würde ich sagen. Also hier sind überall Lampen. Und tatsächlich hat er die Gebäude auch noch so ein bisschen beleuchtet. Aber hier ist zum Beispiel sehr, sehr dunkel. Also es hat wahrscheinlich, hier ist gar kein Licht irgendwie, wahrscheinlich seinen Grund. Also er hat es jetzt hier nicht auf Nacht angelegt, würde ich sagen. Aber man sieht jetzt wenigstens mal so ein bisschen das Feuerwerk. Und das ist doch ein ganz schöner Grund, mal mein Bewertungsreigen hier rauszunehmen. Und den placen wir mal. Einfach ein bisschen höher. So. Und dann holen wir uns noch den goldenen Narren dabei. Und dann können wir hier mal eine kleine Bewertung vornehmen für Colorland. Wie heißt der Narr? Das ist der goldene Narr. So, wie haben wir hier momentan hier? Er richtet sich danach. Wollen wir nicht. Jetzt ist er natürlich wieder gekippt. Der Narr. Dreh dich richtig, mein alter Freund. Ach Gott. Das hier aus. Das hier so. Und das so. Und dann ist er natürlich jetzt sehr, sehr düster hier. Ich mache mal gerade 17 Uhr. Ja, das ist besser. Es ist besser. So, die sind jetzt ein bisschen schief. Ist ja egal. So. Realismus. Also generell an sich ist der Park ja realistisch gehalten. Darauf hat er es wahrscheinlich auch angelegt. Er ist jetzt hier nicht komplett neben der Spur. Es gibt natürlich ein paar Abzüge, weil die Achterbahnen hier und da jetzt nicht ganz so waren, wie man sie sich vielleicht vorstellt. Vor allen Dingen siehe Kinderachterbahn. Aber ich finde schon, dass er vieles realistisch gehalten hat. Main Street finde ich schön, Eingangsgebäude finde ich schön. Das heißt, ich würde da in Sachen Realismus mal... Ja, 8 Narren finde ich, ist in Ordnung. 8 Narren finde ich, ist in Ordnung. Kann man machen. So, Attraktionen. Du hast viele schöne Achterbahnen. Du hast 3 Wasserbahnen. Eine Wasserachterbahn, so. Du hast einige Rundfahrgeschäfte, nicht so viele. Fast keine Hochfahrgeschäfte. Das heißt, da muss ich dir auf jeden Fall, kann ich dir auch nur 8 geben, glaube ich. Also da geht auf jeden Fall noch mehr. Aber wahrscheinlich, so was ich so sehe, ist natürlich, dass der Park noch im Wachstum ist und noch nicht beendet. Und deswegen, vielleicht ist das ja nicht die finale Bewertung. Also es gehen auf jeden Fall noch ein paar Hochfahrgeschäfte, möchte ich damit sagen. So, Achterbahn. Ja, die Achterbahnen habe ich ja zu jeder was gesagt. Man kann hier und da noch Verbesserungen machen. Die waren lange nicht perfekt. Ich finde, der Dropkick Coaster, der ist nahe an der Perfektion. Ich finde, die Kinderachterbahn war die Hölle. Für die Kinder. Deswegen gibt es hier 7 Narren, würde ich sagen, für die Achterbahn. Und ich hatte an jeder auf jeden Fall ein bisschen was auszusetzen. Deswegen finde ich, 7 ist gerechtfertigt. Themengestaltung. Ja, ich hatte ja am Anfang gesagt, es sieht manchmal sehr, sehr gleich aus. Du hast auf jeden Fall mega schöne Bereiche. Man kann die Bereiche erkennen. Man fühlt sich in den Bereichen wohl. Und deswegen hast du auf jeden Fall eine schöne Themengestaltung erreicht. Du, wie, was ich auch schön fand und gesagt habe, war dieser wunderbare 3D-Effekt immer. Du hast sehr, sehr viele hohe Bauten, viele hohe Berge. Und das macht den Park verwinkelter und somit für mich schöner. Und ich finde, Themengestaltung hast du auf jeden Fall drauf. Hier und da kann man natürlich es noch ein bisschen verbessern. Und somit gebe ich dir da mal 8,5 Narren. So. Spaß, Leute. Ich hatte viel Spaß. Der Kindercoaster hat mich vielleicht ein bisschen rausgerissen. Aber ansonsten hatte ich hier sehr, sehr viel Spaß in diesem wunderbaren Park Colorland von Colorland oder Noah, je nachdem. Und deswegen, Leute, ich würde sagen,
Hier gibt es 9,5. Wie viel habe ich denn jetzt? 8,9,5 Narren beim Spaßfaktor. Ladet euch den Park runter. Schaut ihn euch selber vielleicht nochmal an. Und der Gesamtbewertung würde ich sagen, macht das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Narren, würde ich sagen, oder? Finde ich eine ganz faire Bewertung. 8 Narren für diesen wunderschönen Park hier, Colorland, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei der Parkshow. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich sage tschüss, macht es gut und das war's von mir aus. Euer Brilli.